Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ja, heute mal wieder eine Challenge, Meat Forever. So, hallo Meat Boy. Na, du kleiner Racker, ich hoffe, du hast Hunger. Ich glaube, er hat Hunger. Aua. Da hat er nicht schnell genug zugebissen. Ich glaube es nicht. So, hätten wir das. Itemräume gab es ja hier in dieser Challenge, denke ich, keine. Wir gucken mal. Hallo Bettler. Da möchte ich rein. Ja. 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 Okay. Okay, okay. So. Der Geheimraum müsste doch hier sein, oder? Münzen. 6 Stück. Ja, mit denen kann ich nicht wirklich viel anfangen beim Bettler. Ich werde es zwar versuchen, ihm für ein paar Münzen was aus der Tasche zu locken. Aber ich glaube jetzt nicht, dass er mir irgendwas geben wird. Ach, kommt. Wir probieren's. Schlüssel. Komm, mal ganz zärtlich von hinten anstupsen. Eine noch. Naja. Könnte besser sein. So, ab zum Boss. Oh, hallo Duke of Flies. Meat Boy, naschen. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Ja, du darfst schon hier wieder an den Duke of Flies rangehen. Aua. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Range Upgrade. Ja, Mom's Heals. Ja, dann haben wir eben ein bisschen mehr Range. Gibt zwar bessere Items, aber ja, ihr wisst ja selbst mit den Items, ne, das kann man irgendwo nie so beeinflussen. Ne? So, Meat Boy. Komm. Hier. Das war jetzt nicht der Ernst der Spinne. Ich glaube es nicht. Nee. Hat die mich wirklich zwischen den Steinen hindurch getroffen? Nee, 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 nee. Und ich glaube, Meat Boy hat Angst vor Spinnenweben. Er wollte da partout nicht reingehen. Oh. Und hier drüben ist auch noch eine. So, eine Bombe. So, wir gucken mal. Zack. Na. Ah. So, da bekomme ich 2 Bomben wieder. Oh. Sowas hätte ich vorhin gebraucht, in der letzten Ebene. Aber ja. Meat Boy, du blutest ein bisschen. Tut dir irgendwas weh? Oh, zocken gibt's heute nicht. Uah. Aua. Das tat weh. Temperance, die Blutbank. Der Gorthuf. Ja. Liberty Cap. Boah, nehmen wir uns Liberty Cap mit. Meat Boy, kannst du dich schon wieder nicht entscheiden, oder wie? Da ist noch einer, komm. Nee, nee, für ein halbes Herz wäre da jetzt ein ganzes gewesen. Ja, dann hätte ich mir das überlegt mit der Bombe. Boah. Was eine aggressive Spinne.
So, wir haben noch ein Herz. Ja, ich würde mir fast die eine Münzen da oben noch holen und in den Shop gehen. So. Nein. Meat Boy, lass die Bombe in Ruhe. Nom nom. Ein trolliges Bömblein. So. Keine Herzen, es war so klar, dass mir die Blutbank natürlich keine Herzen gibt, sondern Geld. Okay, einmal in den Shop. So, was hätten wir denn hier? Eine Pillentasche für 7. Ach komm, wir probieren es mal. So, was ist denn das? Tears up. Speed up. Und das ist wahrscheinlich eine böse. Der Error-Raum. Mit ganz vielen Pillen. Range up. Nee, Telepill jetzt noch nicht benutzen. Bombs are keys. Nö, ich möchte meine 3 Schlüssel behalten. Telepills. Was hätten wir hier? Balls of Steel. Range up. Nochmal Range up. Und nochmal Bombs are keys. Dann nehme ich mir die mit. Den All Stats up Magic Mushroom und benutze hier mal die Telepill. Und komme wieder zurück in die Ebene und kann den Boss machen. Ah. Boah, wir sind hier ganz schön dick und ich glaube, ich nehme doch wieder den Gordhuf mit. Dann sind wir noch ein bisschen fixer. So, Battle-Raum mal kurz reingucken. Ja, man sollte auch noch eins nach oben gehen. Nö. Ja. Ja, okay. Naja. Ich dachte mir sowas schon fast. Och ja, der liebe Error-Raum. So. Meat Boy, Futterzeit. So. Ich wollte mir, glaube ich, noch das eine Seelenherz mitnehmen aus dem Shop. Wenn mich da nicht alles täuscht. Ach ja, und hier war noch eine Pille. Telepills. Ja, ne. Die nehme ich mal mit. Die nehme ich mal mit. Hallo, Pin. Die kleine Pinne. Wow. Ein HP-Upgrade, das ist schön. Nächste Ebene. Isaac, keine Rückmeldung? Ja, ja, genau. Aber wenigstens heute mal nicht so langwierig. Rumps. Ich wollte eigentlich noch... Aua. Meat Boy! Meat Boy! Mach doch was! Geht doch! Okay. Kannst du dich mal entscheiden, wo du hin möchtest? Herr von und zu? Fleischklumpen? Oder nein? Oh, Fistula. Mini-Fistula. Stirb. So, einmal hier nach unten, nach links.
Boah. Krass. Aua, ja klar, jetzt sprenge ich mir noch selbst eins in die Fresse. Oh, Kohle. Der nächste Shop kann kommen. Ich bräuchte mal ein Spacebar-Item. Ein Spacebar-Item wäre nett. Meatboy, hilf mir! Hilfe! Ich hasse Greedköpfe! So, ein Arcade. Boah! Einer noch, komm schon! Münze! Ach ja, Meatboy kann sich mal wieder nicht entscheiden, was er denn zuerst futtern soll. Aua. Könntest du jetzt mal? Kein Hirn, der Typ. Aua. Ich muss mich natürlich noch bewegen, das war klar. Karte. Tour of Spades. Komm, die nehmen wir gleich mal, weil es egal ist. So viele Schlüssel brauchen wir dann auch nicht mehr. So, kommt mal her. Meatboy. Komm schon. Futter die mal. Muss ich dir da jetzt wirklich helfen? Ja. Was gibt's denn hier links? Nein. Pfui. Pfui aus Bäh. So, Münze, wo ist hier der Shop? Ach da. Eine Bibliothek würde uns auch mal gut tun. Oh, Greed. Steam Sale. Ach komm, wir nehmen uns mal den Fishhead mit. Schnell genug sind wir ja. Oh. Geht doch. Schon wieder diese Wollknäule. Na komm, keine Spinnen. Will ich gar nicht sehen. Naja, ich möchte keine Spinnen sehen und in dem Raum kommen sie dann. So, hier geht's auch nicht weiter. Einmal hier durch die Stacheln mogeln. Und ab nach rechts. So, mal wieder die ganze Ebene erkundet. Ja, und der Boss kommt dann wie immer zum Schluss. Es wäre ja nichts Neues. Ach ja. Sehr interessanter Raum. So, mal hier alles kaputt machen. Und nach oben. Wow, 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 wow. So. Meatboy, komm mit. Für eine Münze. Wow. Aua. Ja, dem konnte ich dann irgendwo nicht mehr ausweichen. Das war ein bisschen zu viel des Guten.
Ja, da kann ich auch nichts machen. Also, ab zum Boss. Und es ist die Pestilenz. Das heißt, wir bekommen noch einen Cube of Meat. Vielleicht bekommen wir ja einen zweiten Meat Boy. Das wär's doch. Braver Meat Boy. Alles, was gammelig ist, schiebt es sich anscheinend rein, der Meat Boy. Oh, unser Hollow. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob Meat Boy dem wieder nachkommt oder nicht weiß, wo er hinlaufen soll. Weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Ja, da stehen bleiben. So ist gut, Meat Boy. Gib dein Bestes. Tu alles. Ja. Die Box. Karte. The Emperor. Der Flat Penny. Tier's ab. Was nehme ich mir mit? The Emperor oder die Telepill? Telepill. Nein, ich... Ja, ich wollte doch in den Satan-Deal-Raum. Ja. Zu spät gesehen. Curse of Darkness. Meat Boy, Meat Boy, hapa hapa. Da darfst du jetzt wieder rumspielen. Nicht immer alle annagen und dann gehen, sondern erst töten, dann den nächsten. Dir muss man auch alles beibringen. Bäh, Knubbel. Aua. Boah. Das war ein Präzisionsschuss, das war ein Sniper. Oh. Aua. Jetzt dachte ich, der ist auch in der Mitte. Nicht denken, machen. Ja. Genau. Jetzt den grünen hier. Den dunkelgrünen. Und noch den hier. Geht doch. The Habit nehme ich mir mit. Den Schlüssel nehme ich mir mit und ja. Ja. Ich habe zwar kein Spacebar-Item, aber vielleicht kriegt man ja noch eins. Oh, Guppy's Tail. Chance auf mehr goldene Kisten. Oder allgemein auf mehr Kisten. Kiste in der Kiste. Eine Karte. The Hermit. Ach, keine Lust drauf. Ja, Gehirne, Brains. Brains, Brains, Brains. Ja, die Musik könnte jetzt dann wieder aufhören. Nein, Flat Penny. Denn ich bin in dem Raum schon lange, lange fertig. Rauf da, rauf da, rauf da. Kiste. HP Upgrade. Sauber. So muss das. Ja, 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 ja. Nein, das war einer, der schießt auch aus dem Arsch. Bäh. Wow. Meat Boy. Du bist stärker als die. Komm schon. Friss ihn! Friss ihn! Da ist noch einer, Meat Boy. Faules Stück! So,
So, ich möchte aber noch den Rest erkunden, ne? Keine gute Idee. Okay, ging sogar, ging. Ich hoffe ja da eher auf Items. Aber naja. So, was hätten wir noch hier? Ach, da kamen wir her. Dann geht's jetzt zum Boss. Oh, Gish. Little Gish. Nee, nicht Little Gish, Big Gish. Ja, ja, ja. Na komm schon. Du bist genauso nervig wie Monstro mit deiner Rumspringerei. Boah. Boah, der war. Boah. Little Gish has appeared in the basement. Hallöchen. So, das mitnehmen. Den natürlich auch mitnehmen. Und weiter geht's.